Heute mal 10 Dinge, die ihr mitbringen bzw. nicht vergessen solltet, wenn ihr nach Ägypten bzw. Hurghada reist. Schaut das Video bis zum Ende, da gehe ich noch auf einen neuen Trend ein, den viele Alleinreisende hier aktuell verfolgen und den ich selbst auch ganz cool finde. Okay, fangen wir an. Das erste, was man natürlich mitbringen sollte, sind die Reiseunterlagen. Am wichtigsten sind dabei natürlich die Flugtickets und die Buchungsbestätigung fürs Hotel. Solltet ihr eine Pauschalreise bei einem Reisebüro oder im Internet online gebucht haben, werden euch alle nötigen Unterlagen in der Regel per Post zugeschickt. Es kann aber auch sein, dass ihr die Unterlagen per Mail bekommt, dann müsst ihr die Sachen halt selbst ausdrucken. Solltet ihr alles auf eigene Faust organisieren, ist es häufig so, dass ihr euch bei der Fluggesellschaft sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückflug vorab online einchecken müsst. Darauf solltet ihr auf jeden Fall achten. Falls ihr das vergesst, zahlt ihr halt am Schalter ca. 20, 30 Euro je nach Fluggesellschaft. Zum Thema Reiseunterlagen gehört für mich auch die Wahl der Einreisemethode. Ihr könnt aus Deutschland mit dem Personalausweis oder dem Reisepass einreisen. Achtung, egal welches Dokument ihr wählt, es muss nach der Ausreise eine Gültigkeit von mindestens 6 Monaten haben. Checkt da am besten nochmal eure Dokumente. Solltet ihr feststellen, dass zum Beispiel der Personalausweis nur noch 3 Monate gültig ist, könnt ihr euch noch schnell einen vorläufigen Personalausweis ausstellen lassen. Der reicht für die Ein- und Ausreise ebenfalls aus. Gleiches gilt auch für den vorläufigen Reisepass. Wenn ihr mit dem Personalausweis einreist, ist es notwendig, dass ihr ein extra Passfoto mitbringt. Solltet ihr mit dem Reisepass einreisen, müsst ihr kein extra Passfoto mitnehmen. Das Passfoto wird dann auf eine Visumkarte, ja, draufgetackert, sage ich mal, und im Anschluss mit einem Stempel versehen. Die Karte benötigt ihr auch für die Ausreise wieder, also schmeißt es nicht einfach weg. Im Falle des Reisepasses wird das Visum in den Reisepass eingestempelt. Da das ja auf dem Personalausweis nicht möglich ist, müsst ihr halt nochmal extra diese Karte ausfüllen. Da müsst ihr ein paar Daten eingeben, wie die Personalausweisnummer, das Geburtsdatum, euren Namen und so weiter. Abgesehen vom Visum, was unterschiedlich abläuft, je nach Methode, also sprich Reisepass oder Personalausweis, müsst ihr eine Karte ausfüllen zu eurem Grund der Reise. Dort ist ein Feld für Tourismus, da müsst ihr einen Haken machen, also das, zumindest trifft das, denke ich mal, auf die meisten zu, und dann wieder ein paar persönliche Daten eintragen. Im Grunde ist das halt nur Bürokratie. Da aber jeder diese Karte ausfüllen müsst, kommt hier mein nächster Tipp. Nehmt 2 Kugelschreiber mit, einen für die Hin- und einen für die Rückreise. Warum? Erfahrungsgemäß haben nur ca. 30% der Leute einen Kugelschreiber dabei. Häufig graben die Frauen dann aus ihren Handtaschen irgendwelche Stifte hervor zum Ausfüllen dieser Karten. Und wenn ihr halt einen eigenen Kugelschreiber habt, dann seid ihr halt nicht auf andere Leute angewiesen. Also sprich, wenn ihr keinen dabei habt, müsst ihr halt warten, dass irgendwann jemand euch den Kugelschreiber gibt. Und so habt ihr halt selber einen dabei. Und warum 2 Kugelschreiber? Ihr müsst diese Karte sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückflug ausfüllen. Und wenn ihr wartet, dass ihr später euren Kugelschreiber halt wieder zurückbekommt, dann müsst ihr unter Umständen da 30 Minuten warten, weil der Kugelschreiber von einer Hand zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten wandert. Deswegen nehmt halt irgendeinen Billigen mit, den ihr halt im Notfall einfach da lassen könnt. Erstens habt ihr dann weniger Stress und zweitens helft ihr den Leuten halt vor Ort. Und ja, wäre auf jeden Fall mein Tipp, den noch zusätzlich mitzunehmen. Also denkt dran, Reiseunterlagen, eventuell Passfotos, je nachdem wie ihr einreist, und 2 Kugelschreiber mitnehmen. An das nächste, was man denken sollte, ist, wie bezahle ich überhaupt vor Ort? In Ägypten funktionieren die meisten normalen EC-Karten aus Deutschland nicht. Das heißt, ihr habt 2 bzw. 3 naheliegende Möglichkeiten. Die erste ist, ihr fragt bei eurer Bank nach, ob man eure Karte umstellen kann, sodass sie auch in Ägypten funktioniert. Am besten lasst ihr die Umstellung aber zeitlich befristen. Einfach sicher ist sicher. Die zweite Möglichkeit ist, ihr habt vielleicht eine Kreditkarte, die ihr hier nutzen könnt. Achtung! Auch die muss zum Teil vorher freigeschaltet werden von der jeweiligen Organisation, einfach um Missbrauch so ein bisschen vorzubeugen. Ein wichtiger Hinweis: Die American Express-Karte funktioniert hier nicht. Also es gibt kaum Möglichkeiten, wo man die nutzen kann. Ich hatte die bei meiner allerersten Ägyptenreise mitgenommen und habe sie jetzt gerade auch dabei. Aber es gibt nirgendwo die Möglichkeit. Ich teste das immer mal wieder, ob man bezahlen kann. Aber es gibt irgendwie nirgendwo die Möglichkeit, wo die Karte akzeptiert wird. Beziehungsweise ich habe noch gar keine gefunden. Also egal, wo ich war. Ich habe halt bei jedem dritten, vierten Shop probiere ich die halt immer mal wieder aus. Dann gibt es halt so ein, ja, nerviges Piepgeräusch an dem EC-Terminal und damit weiß ich schon immer, dass die Karte halt nicht akzeptiert wurde und dann zahle ich halt bar oder mit der richtigen Kreditkarte. Mit der Kreditkarte, also sprich Mastercard oder Visa Card, könnt ihr dann sowohl im Geschäft bezahlen, was ich bei größeren Summen auf jeden Fall empfehlen würde, da der größte Schein, ja, ein 10-Euro-Schein aktuell ist, also 200 ägyptische Pfund. Und je nachdem, was ihr kaufen wollt, wollt ihr ja nicht ein Bündel Bargeld mitnehmen. Oder was ihr auch machen könnt, ihr steckt die Karte halt in den Automat hier und holt euch halt Bargeld. Allerdings geben die Automaten euch nur ägyptische Pfund raus. Man kann sich hier mit der Kreditkarte im Bankenviertel von Hurghada auch Euro oder Dollar holen, jedoch zahlt man dafür Gebühren und das macht in meinen Augen keinen Sinn. Außer ihr wollt halt größere Summen haben, um euch zum Beispiel eine Wohnung zu kaufen, da das hier manchmal noch über Bargeld läuft. Die letzte Möglichkeit ist, ihr nehmt einfach Bargeld mit. Hier sollte man unterscheiden, wollt ihr im ganzen Urlaub nur mit Euro bezahlen, dann würde ich euch viele kleine Scheine empfehlen, also 5er, 10er, 20er.
Oder wenn ihr das Geld mitbringt und hier ägyptische Pfund wechseln wollt, dann würde ich euch empfehlen, nehmt am besten nur 50er mit. Die könnt ihr hier problemlos in allen Automaten im Hotel oder halt auf den Straßen wechseln lassen. 100er und 200er werden oft nicht akzeptiert und es ist dann einfach nervig, von Automat zu laufen, bis man dann halt irgendeinen gefunden hat, der den Schein dann mal akzeptiert. Daher 50er mitnehmen und dann seid ihr halt auf der sicheren Seite. Punkt 3, Hygieneartikel. Worauf ihr auf jeden Fall denken solltet, sind eure Hygieneprodukte des täglichen Bedarfs. Gerade Deos europäischer Marken sind hier verhältnismäßig sehr, sehr teuer, aber auch Dinge wie Zahnpasta, Zahnseide, Rasierer etc. Ein Rat an die Frauen, die das Video schauen, nehmt alles an Make-up und Pflege mit, die ihr halt benutzt. Mal eben irgendwie einen Stift nachkaufen oder sowas funktioniert hier einfach nicht. Die Make-up-Auswahl, habe ich mir sagen lassen, ist schon sehr schlecht. Also, ob stimmt, kann ich halt nicht zu 100% sagen, da ich halt keine Frau bin und kein Make-up benutze. Aber ich vertraue da mal auf die Frauen, mit denen ich halt in der letzten Zeit so gesprochen habe. Nicht umsonst ist Kosmetik aus Europa auch sehr beliebt als Mitbringsel für Freunde, die hier halt leben. Am besten nehmt ihr wirklich alles, was ihr halt für so tägliche Bedürfnisse braucht, mit. Besser ein Teil zu viel wie ein Teil zu wenig, wäre hier auf jeden Fall mein Tipp. Ganz wichtig, gerade jetzt im Hochsommer, ist Sonnencreme und Aftersun. Die Sonne ist einfach sehr stark hier und nicht mit der in Spanien oder Europa vergleichbar. Auch gebräunte Menschen bekommen hier einen Sonnenbrand und pellen sich immer extrem. Ich habe schon häufiger Leute gesehen mit einer netten Bräune und die Schulter waren dann halt komplett rosa und sich am Pellen. Mal abgesehen davon, dass es halt zu Hautkrebs kommen kann, muss das natürlich auch unheimlich wehtun, gerade wenn man abends einschlafen möchte. Das muss halt einfach nicht sein. Auch wenn man die Sonne abends verlässt, kann man sich ja mal eben nach dem Duschen eincremen. Die Zeit würde ich mir auf jeden Fall nehmen. Wenn man einmal einen starken Sonnenbrand hat, ist der Urlaub einfach gelaufen und das macht halt oft auch keinen Spaß mehr. Viele Aktivitäten kann man dann halt nicht mehr machen, denn hier könnt ihr euch auch sicher sein, dass es halt nur noch schlimmer wird. Jeder, der schon mal einen Sonnenbrand hatte und dann in die Sonne geht, weiß, wie unangenehm das einfach ist und wie sehr das einfach auch schmerzt. Daher nehmt genug Zeug mit. Hier kosten die Produkte teilweise echt ein Vermögen, gerade von Nivea oder so. Hinzu kommt, dass einheimische Produkte oft gestreckt werden, sodass halt kein richtiger Sonnenschutz mehr vorhanden ist. Deswegen passt da auf jeden Fall auf, nehmt euch genug Sachen mit und ja, dann seid ihr einfach auf der sicheren Seite. Punkt 5, eure Technik. Denkt beim Packen von eurem Koffer an alle möglichen Aufladegeräte, Stecker und was ihr halt sonst noch so braucht. Es kann unter Umständen sein, dass ihr eure speziellen Geräte hier nicht einfach nachkaufen könnt. Es ist hier nicht so wie in Deutschland, wo ihr halt einfach zum nächsten Mediamarkt fahren könnt und dann haben die genau euer Kabel, was ihr gerade braucht, vorrätig. Je nachdem, wie wichtig dir das Teil ist, suchst du unter Umständen den ganzen Tag hier, fährst etliche Kilometer mit dem Taxi und hast es am Ende trotzdem nicht. Also nehmt alles mit, was ihr halt hier braucht. Als Tipp, erfahrungsgemäß werden oft die Speicherkarten von größeren Kameras vergessen. Nach dem Motto, ich dachte, die Karte wäre halt schon in der Kamera oder wäre noch in der Kamera. Sollte euch das passieren, habt ihr echt Pech. Denn schnelle SD-Karten, die halt eine gewisse Geschwindigkeit zum Speichern der Fotos benötigen, gibt es hier einfach nicht. Also SanDisk ist hier generell ein Fremdwort. Also SanDisk Extreme Pro Speicherkarten oder MicroSD-Karten oder ähnliches werdet ihr hier auf jeden Fall nicht bekommen. Falls ihr es trotzdem unbedingt braucht, weil ihr es halt vergessen habt, ist die einzige Möglichkeit, die ihr habt, es bei Amazon zu bestellen. Und dann dauert das Paket, bis es hier ist, mindestens mal 7 Tage, da alles halt aus Kairo geliefert wird. Je nachdem, mit wie viel Elektronik ihr verreist, überlegt vielleicht auch mal, euch eine Mehrfachsteckdose mitzunehmen. Denn meistens sind immer zwei Steckdosen direkt an den Kopfteilen, also sprich für links und rechts jeweils eine und zwei im Hotelzimmer verteilt. Da ich es nicht mag, nachts meine Geräte direkt halt am Kopfteil zu laden, bevorzuge ich immer die Variante, steck halt eine Mehrfachsteckdose irgendwo ja, in die Steckdose und verlängere das halt irgendwie auf den Tisch oder so und steckt da halt all meine Geräte rein. Vielleicht geht es euch ja ähnlich. Wenn ja, dann denkt auf jeden Fall dran, eine mitzunehmen. Punkt 6, Sonnenbrille. Nehmt unbedingt eine Sonnenbrille mit UV-Schutz mit. Gerade wenn man keine Sehschwäche hat, ist das Kaufen einer Sonnenbrille ja sehr unkompliziert. Ihr lauft einfach in den entsprechenden Laden rein, guckt, was euch gefällt und fertig. Sollte man jedoch eine Sehschwäche haben, ist das Ganze zwar immer noch relativ einfach, jedoch müsst ihr unter Umständen 7 bis 14 Tage warten, bis eure Brille im Laden zur Abholung bereit liegt. Plant diese Zeit auf jeden Fall bei eurer Reisevorbereitung ein. Natürlich könnt ihr euch auch hier eine Brille kaufen, jedoch hat man in Deutschland einfach die Sicherheit, dass wenn auf der Brille ein UV-Schutz steht, dass dann halt auch ein UV-Schutz vorhanden ist. Diese Gewissheit hat man leider im Ausland nicht immer. Ich sehe immer wieder Leute auf den verschiedenen Ausflügen, die Schnorchel vom Boot benutzen. Natürlich kann man das machen, dafür sind sie da, aber ich finde es wirklich sehr, sehr unhygienisch, einen Schnorchel in den Mund zu nehmen, den halt schon tausende andere vor mir im Mund hatten. Ich sehe die Ausrüstung eher so als letzte Lösung an, würde sie aber nicht wirklich empfehlen. Bei den Schwimmflossen wäre es mir egal, aber die berühre ich halt auch irgendwie nicht mit meinem Mund. Es gibt günstige Sets hier vor Ort zu kaufen oder halt auch bei Amazon und anderen Geschäften auch in Deutschland. Ich habe ja bereits mal ein Modell unter den 10 Tipps-Videos verlinkt, war das, glaube ich. Den Schnorchel habe ich halt selber und den kann ich halt sehr empfehlen. Da ich ja jetzt auch schon häufiger Schnorchel
Schnorcheln war und auch schon diverse Ausflüge und Erfahrungen gemacht habe, kann ich euch auch Badeschuhe sehr empfehlen. Je nachdem, wo ihr hinfahrt zum Schnorcheln, habt ihr unter Umständen einen Strand mit vielen kleinen Muschelschalen oder halt gröberem Kies mit scharfkantigen Steinen zwischendrin. Wenn ihr euch daran schneidet, dann kann das schon echt wehtun und sich entzünden. Also wenn ihr nach Mahmeya fahrt, braucht ihr eher keine Badeschuhe. Wenn ihr aber Urlaub in der Makadi-Bucht macht und auch häufiger ans Meer geht, dann würde ich euch schon empfehlen, welche zu kaufen. Ich werde euch mal ein paar verlinken für die, die gar nicht wissen, was ich meine. Aber getestet habe ich das Paar, was ich verlinke, natürlich nicht. Aber dann habt ihr eine Idee, was ich meine. Punkt Nummer 8, ich würde jedem ein eigenes Badehandtuch empfehlen. Es gibt hier in der Hotelanlage zwar genug Handtücher, jedoch ist es ziemlich unübersichtlich, wenn halt jeder genau das gleiche 0815 Handtuch in Blau hat. Also da verliert man halt dann einfach den Überblick, vor allen Dingen, ja, wenn man einfach spontan ist und irgendwie in den Aquapark geht oder zum Strand geht und halt nicht, ja, ich sag mal, eine besondere Tasche dabei hat oder irgendwas, woran man halt erkennen kann, dass man selber jetzt da liegt. Daher würde ich euch ein auffälliges Handtuch empfehlen, auch wenn ihr zum Beispiel nach Mahmeya fahrt oder nach Paradise Island oder Orange Bay oder sonst irgendwie an einen anderen Strand, der euch halt unbekannt ist. Es sieht halt alles gleich aus. Und wenn ihr dann halt ein Handtuch habt, wie jeder andere auch, dann wisst ihr unter Umständen nicht, unter welchem Schirm ihr jetzt gelegen habt. Und da ist es einfach sehr, sehr hilfreich, wenn man halt ein auffälliges Handtuch hat, wo man genau weiß, jo, das ist mein Platz, hier setze ich mich jetzt wieder hin oder hier lege ich mich jetzt wieder hin. Punkt Nummer 9, Sportausrüstung. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr hier Sport machen wollt, nehmt eure eigene Ausrüstung mit, unter Umständen, wenn ihr es halt könnt. Auch die Ausrüstung kann man sich jetzt zwar ähnlich wie die Handtücher leihen, aber ihr seid einfach flexibler mit eurem eigenen Kram, außerdem wisst ihr natürlich, was ihr dann daran habt. Häufig ist es nämlich so, dass man sich zum Beispiel die Tischtennisschläger, Tennisschläger, Fußbälle, Badmintonschläger, Darts etc. alles an einer bestimmten Stelle ausleihen kann, meistens bei der Animation. Die Animation hat jedoch feste Öffnungszeiten und die passen euch vielleicht nicht. Also sprich, ihr wollt vielleicht früh morgens spielen, wenn die Sonne noch nicht so stark ist. Keine Ahnung, ich sag mal um 8 Uhr oder 8:30 Uhr, vielleicht noch früher. Und dann habt ihr halt keine Möglichkeit, an die Sachen zu kommen, weil die Animation einfach noch geschlossen ist. Anderes Beispiel ist, ihr seid vielleicht irgendwie abends, ja, gegen 19 Uhr noch fit und sagt auch, oh, jetzt ist die Sonne ja weg, jetzt ist es angenehm, jetzt können wir noch irgendwie eine halbe Stunde Badminton spielen. Aber dann ist die Animation halt schon zu und ihr kommt nicht an die Schläger. Wenn ihr eure eigenen Sachen mit habt, dann seid ihr halt davon völlig unabhängig. Außerdem ist es natürlich so, je nachdem, wie professionell ihr halt das ein oder andere spielt, ist es natürlich auch ein riesiger Unterschied, mit was für Geräten ihr spielt. Also gerade bei Tischtennis machen die Schläger oder auch bei Tennis machen die Schläger ja einen riesigen Unterschied. Und dann nervt euch das vielleicht, dass ihr nur die, ich sag mal, Standardsachen habt, weil hier werden natürlich keine professionellen Schläger auf euch warten. Also außer vielleicht ihr geht in ein Golfresort, dann würde ich schon erwarten, dass es da professionelle Golfschläger gibt. Aber so in einem, ich sag mal, normalen Hotel werdet ihr jetzt keine Profi-Tennisschläger finden. Von daher seid ihr einfach dann besser aufgestellt. Nur so als Tipp, der ein oder andere vergisst es vielleicht. Ihr könnt halt online schauen, bei den verschiedenen Reiseanbietern, egal ob ihr da jetzt gebucht habt oder nicht, welche Sportmöglichkeiten es da überhaupt gibt. Vielleicht sind da ja dann eure Sportarten dabei und dann dementsprechend euren Kram auch mitnehmen. Ist nur ein Tipp von mir. Manche sagen auch, okay, im Urlaub chill ich nur, dann ist es natürlich irrelevant. Für alle Leute, die ihre speziellen Getränke hier haben wollen, um sich einfach wohlzufühlen, sollten diese am besten mitnehmen. Damit meine ich jetzt nicht, dass man sich irgendwie ein Sixpack Bier mitnimmt, obwohl das natürlich auch, ja, der Fall sein kann, sondern eher bezogen vielleicht auf speziellen Kaffee oder speziellen Tee am Morgen, den man dann halt auf dem Balkon im Hotel trinken kann, bevor man halt vielleicht das Hotelzimmer verlässt. Oder auch Leute, die abends vielleicht gerne mal einen bestimmten Whisky trinken von irgendeiner bestimmten Marke oder einfach eine Flasche Sekt. Das könnt ihr besser mitnehmen, denn es ist erstens auf jeden Fall billiger und zweitens habt ihr es dann halt auch schon und ihr müsst es halt nicht irgendwie noch aufwendig besorgen. Die meisten Hotels hier haben einen Wasserkocher für Tee und Kaffee halt auf dem Zimmer und warum den dann halt nicht benutzen? Bei Tee würde ich allerdings eher dazu raten, den Tee halt hier zu kaufen, denn es gibt hier wirklich sehr, sehr guten Tee. Bei Kaffee ist es natürlich so, wenn man da einmal seine Sorte hat, dann kann man die Sorte halt mitnehmen und die dann auch hier trinken. Es gibt ja auch verschiedene Arten von löslichen Kaffee, aber wie gesagt, die müsst ihr dann halt extra besorgen und wenn ihr halt schon genau wisst, ihr trinkt die und die Marke, die gibt es in löslichen Kaffee, in so Sticks, dann nehmt die einfach mit und dann ist euer Morgen sozusagen gerettet. Bei Tee würde ich, wie gesagt, eher den Tee hier trinken. Erstens spart das ein bisschen Platz und Gewicht im Koffer und zweitens gibt es hier wirklich sehr, sehr guten Tee, den man halt auch vielleicht noch nie getrunken hat. Also das ist dann vielleicht nochmal eine neue geschmackliche Erfahrung. Am Ende möchte ich jetzt nochmal kurz auf einen Trend eingehen, den ich jetzt bei immer mehr Touristen sehe, gerade die, die alleine unterwegs sind. Und zwar nehmen die den sogenannten Packsafe mit. Ich blende euch mal ein Bild ein. Den habe ich mir jetzt auch zugelegt, weil ich die Idee ja schon ziemlich überzeugend finde. Es ist eine Art Tasche bzw. kleiner Rucksack, je nachdem, welche Größe ihr wählt. Da gibt es verschiedene Modelle und darin ist eine Art, ja, Metallnetz eingenäht. Die Tasche lässt sich halt einfach so abschließen und idealerweise könnt ihr die Tasche auch noch gleichzeitig an einen anderen festen Gegenstand abschließen und so eure Sachen halt vor Diebstahl schützen. Dadurch sind halt die Sachen im Inneren geschützt, weil man halt nicht mehr einfach eindringen kann in die Tasche
Und zum anderen ist die Tasche als Ganzes geschützt, denn man kann sie halt nicht einfach wegnehmen. Ich finde die Idee echt super. Ich habe zwar je nachdem, wo ich bin, gar keine Angst vor Diebstahl, weil es hier schon ganz sicher ist, aber ein bisschen diese Unsicherheit hat man ja halt trotzdem. Und so kann man halt ganz entspannt seine Sachen am Strand oder auf dem Schiff einschließen und halt schwimmen gehen, ohne dass man irgendwie Gedanken an seine Wertgegenstände verschwenden muss. Denn die meisten haben ja schon immer ja, mindestens ein Handy mit, dann noch vielleicht eine Kamera, wenn man unterwegs ist und wirklich gute Bilder machen will oder ähnliches. Und ja, es ist einfach ärgerlich, wenn die Sachen halt weg sind. Und so habt ihr halt, ja, eine größere Sicherheit. Ich werde die in Zukunft mal auf dem einen oder anderen Ausflug testen und euch dann nochmal in ein paar Wochen Feedback geben. Aber so an sich bin ich auf jeden Fall von der Idee begeistert. Zumal, ich meine, ich habe mal eine Statistik gesehen, irgendwie 90% der Diebstähle sind halt so Gelegenheitsdiebstähle nach dem Motto, ach, nehme ich halt mal mit, so irgendwie nach dem Motto. Und das habt ihr halt damit dann komplett unterbunden, denn da ist ein dickes Drahtseil und da braucht man halt schon Werkzeug. Also selbst mit einem Seitenschneider würde ich behaupten, kann man das halt nicht mal eben durchtrennen. Und ja, es ist auf jeden Fall auffällig auch, wer nimmt auch einen Seitenschneider mit aufs Schiff oder an den Strand oder ja. Damit habt ihr auf jeden Fall eine höhere Sicherheit. Ich wollte euch das auf jeden Fall mal vorstellen, denn ich habe es jetzt noch nirgendwo sonst gesehen. Also außer jetzt hier wirklich live vor Ort. Und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen was. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen bei der Vorbereitung geholfen. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare.